Heute wird die Glocke läuten, wenn zeitgleich der Muezzin in unserer Nachbarmoschee zum Gebet ruft. Wir dürfen die Leute nicht herbeirufen, aber wir dürfen sie daran erinnern, dass sie zu Gott beten können. Es ist ein Zeichen der Solidarität zwischen den Muslimen und Christen hier in Berlin-Neukölln. Wir wollen zeigen, dass der Virus ja nicht ein Unterschied der Religion kennt. Der macht auch nicht vor den Gotteshäusern Halt. Deswegen können wir uns nicht mehr physisch treffen. Aber wir wollen Zeichen der Verbundenheiten setzen und Zeichen der Solidarität. Es ist ein Zeichen von Zusammenarbeit, Zusammenhalt und ein Zeichen der Solidarität. Und unsere Gesellschaft braucht das in dieser Zeit, Zeiten der Krise, wo die Menschen Angst haben, Verzweiflung. Die wissen nicht, was ist los. Es gibt einen Feind, der lauert und kommt und ist nicht sichtbar. Also kommt die Religion, um diese Zusammenhalt zu geben, um diese Ruhe zu geben, diese Sicherheit zu geben. لا إله إلا الله.